Was geht, Leute? Mein Name ist Marm. Willkommen zu meinem neuen Video. Leute, heute kam nach langer Zeit ein Musikvideo raus von einer gewissen Person, und zwar von Shindy, Leute. Wer Shindy nicht kennt, der hat definitiv was verpasst. Shindy ist ein Rapper. Ich würde so sagen, einer der stylischsten Rapper hier in Deutschland. Also meiner Meinung nach, ich feiere seinen Style schon seit längeren Zeiten. Und heute hat er nach 1 bis 2 Jahren mal wieder was gedroppt, Leute. Er war lange verschwunden, da gab es einen dicken Streit da bei EGJ. Schön, dass er auf jeden Fall was wieder gedroppt hat, Leute. Da sein neues Lied heißt Duty. Ich finde den Song mega nice. Die neue Art und Weise, wie er rappt, ist auf jeden Fall cool. Ich finde, der Style von seinem Refrain hat ein bisschen so an Drake erinnert. Aber trotzdem, Leute, richtig geil, finde ich, im Großen und Ganzen. Vielleicht hat er sich da etwas Inspiration genommen. Ist ja auch nicht schlimm, Leute. Ich hole mir auch Inspiration. Ich denke mal, das macht jeder, Leute. Heute drehen wir eine Style-Analyse. Er hat auf jeden Fall ein paar fresche Outfits an in diesem Video, und die wollen wir mal einmal zusammen durchgehen. Und kurz bevor wir anfangen, Leute, ich werde euch in die Beschreibung ein paar günstige Alternativen zu den ganzen teuren Klamotten in diesem Video hier von Shindy verlinken. Checkt auf jeden Fall mal die Beschreibung ab, und ich würde mal direkt mit dem ersten Outfit starten. In der ersten Szene des Videos sieht man auf jeden Fall Shindy, wie er in einem Wagen sitzt. Ich glaube, er sitzt in der G-Klasse in diesem Video. Und er trägt auf jeden Fall schon mal ganz kranke Schuhe, Leute. Er trägt die Yeezy Red Oktober, die kosten um den Dreh so 4000 Euro. Er trägt eine schwarze Jeans, eine rote Jacke. Ich kann jetzt nicht erkennen, was für ein T-Shirt er hier trägt. Und er trägt eine Uhr, Leute. Ich war mir echt nicht sicher, was für eine Uhr das ist. Es ist, denke ich mal, eine Richard Mille. Ich bin aber ehrlich, ich kenne mich nicht so gut aus mit Richard Mille Uhren. Ich habe versucht zu recherchieren, was das für eine Uhr ist. Habe nicht die genaue Bezeichnung gefunden, aber ich denke, es ist eine Richard Mille. Auf jeden Fall, Leute, Richard Mille Uhren sind sehr teuer. Ich habe Richard Mille Uhren gesehen, die 80, die sogar 100.000 Euro kosten. Und seine Uhr hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Oder wenn nicht, sogar ist die Uhr, die 100.000 Euro kostet, glaube ich, die könnte auch 50.000 Euro kosten. Die könnte aber auch 200.000 Euro kosten, Leute. Auf jeden Fall eine sehr teure Uhr. Im Großen und Ganzen das Outfit nicht so mein Style. Also ich würde auf jeden Fall keine roten Schuhe mehr tragen. Erinnert so ein bisschen an dieser, ihr kennt die ja, diese Criminal Damage Zeiten, wo jeder rote Sneaker getragen hat. Aber es ist auf jeden Fall ein legendärer Sneaker, den er da anhat. Und ich denke mal, im Großen und Ganzen, wenn man sich das Outfit so anschaut, ist es kein schlechtes Outfit. Also, wie gesagt, ich würde es nicht tragen, aber es sieht auch nicht schlecht aus, finde ich. Kommen wir zum nächsten Outfit. Er trägt hier ein T-Shirt von Jill Sander oder Jill Sander. Ich weiß nicht genau, wie man die Marke ausspricht. T-Shirts dort kosten so um den Dreh 200 bis 300 Euro. Er trägt eine runde Sonnenbrille, wo ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, von welcher Marke die ist. Die sieht auf jeden Fall cool aus, bei ihm steht ihm. Zudem trägt er noch eine Oversize-Bomberjacke, Leute. Ich weiß jetzt ehrlich nicht, ob das eine Alpha-Bomberjacke, also eine Alpha X Vetements Bomberjacke ist, oder eine Bomberjacke von seiner eigenen Marke. Oder er hat ja eine Marke, oder besser gesagt sein Merch, Leute, wo er auch mal Oversize-Jeansjacken verkauft hat. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher. Ich will mich auch nicht festlegen, Leute. Könnte eine Alpha X Vetements Bomberjacke sein. Sieht auf jeden Fall so aus. Die ist mega Oversize. Und Alpha X Vetements Bomberjacken sind mega Oversize, Leute. Richtig Oversize. Ich hatte mal eine an. Die war XS, Leute. Und der, ich kann mich noch dran erinnern. Die Ärmel gingen fast runter bis zum Boden bei mir. Auf jeden Fall nichts für mich, die Jacke. Er trägt außerdem noch eine Hose von Yves Saint Laurent. Das ist so eine Vintage-Hose, denke ich mal. Ich habe die nirgends gefunden. Ich habe überall gesucht, was die Hose kosten könnte. Ich habe nur eine gesehen bei eBay, und die kostet irgendwie 800 Euro. Auf jeden Fall eine teure Jogginghose. Sieht auch mega nice aus. Zudem trägt er auf diesem Foto noch die Air Jordan 1 Off-White University Blue, glaube ich, hießen die. Und die kosten so um den Dreh 1000 Euro. Also der Resale-Preis ist 1000 Euro. Der Retail-Preis war, glaube ich, 160 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall ein geiles Outfit. Das Outfit ist einer meiner Lieblingsoutfits in diesem Video. Ich würde zwar eine andere Jacke anziehen, aber die Jacke steht ihm auf jeden Fall. Feier ich. Kommen wir zum nächsten Outfit, Leute. Und zwar trägt Shindy hier einfach ein komplett weißes Outfit. Ich finde, das Outfit sieht relativ gut aus. Einfach clean, Leute. Was soll man dazu sagen? Es ist einfach weiß. Aber man sollte sich die einzelnen Pieces mal anschauen. Und zwar trägt er hier eine weiße Flanelljacke oder so ein weißes Holzfällerhemdjacke. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Ich finde, die Jacke sieht mega gut aus. Er trägt hier außerdem noch eine Jeans, die weiß ist. Und ich bin mir jetzt unsicher, Leute. Man kann es nicht im Video so gut erkennen. Ich denke, das ist in diesem Fall hier ein weißer Air Force One in der Low-Top-Version. Also ein Klassiker eigentlich. Aber wie gesagt, Leute, ich will mich allgemein bei gar keinem Kleidungsstück so zu 100% festlegen. Einige Kleidungsstücke, da weiß man Bescheid, von welcher Marke die sind. Aber jetzt
seine Jacke, da kann ich wirklich nicht wissen, von welcher Marke die ist, weil Leute, die ist einfach weiß, genauso wie seine Jeanshose. Man weiß es einfach nicht. Mir geht es auch im Großen und Ganzen nicht um die Marke, sondern ums Äußerliche. Und das sieht auf jeden Fall bei diesem Outfit Standard aus. Also es ist nicht zu bemängeln. Es ist einfach ein cleanes Outfit, was gut aussieht. Kommen wir zum nächsten Outfit. Und zwar trägt Shindy hier eine rote Flanelljacke, eine rote Jeans und Air Force One in der Low-Top-Version mit einem roten Swoosh, also das rote Nike-Zeichen. Also das Outfit ist halt auch etwas speziell, sag ich mal. Ich finde den Schuh mega nice. Das Outfit passt auf jeden Fall zur Szene. Da brennt ein Auto hinter ihm. Was soll man sonst anziehen? Ein rotes Outfit passt auf jeden Fall. Und ich finde, sein Schuh ist mega geil. Ich würde mir niemals eine rote Jeans anziehen. Ich finde, das Outfit geht auf jeden Fall. Der Schuh sieht mega nice aus. Den würde ich auch tragen. Kommen wir zum nächsten Outfit, Leute. Und zwar trägt Shindy hier eine Schutzweste, eine schwarze Schutzweste und ein schwarzes Longsleeve unter der Schutzweste und natürlich noch eine schwarze Jeans. Ich weiß jetzt nicht, welchen Schuh er auf diesem Foto trägt, weil man das nicht sieht. Ich finde, die Schutzweste sieht irgendwie sehr stylisch aus bei ihm. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall eigenartig, aber irgendwie auch cool. Passt auf jeden Fall auch zur Location. Leute, die Location sieht mega ästhetisch aus und das habe ich an Shindy vermisst, dieses Ästhetische. Er hatte auf jeden Fall einen guten Geschmack für solche Locations, auch für seinen Style. Ich finde, er hatte und hat jetzt immer noch den besten Style der ganzen Rap-Szene. Ich denke mal, jetzt wo sein Instagram auch online ist, werden mehrere Fotos kommen mit coolen Outfits. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch dazu ein Video machen, Leute. Schreibt es einfach in die Kommentare hin. Kommen wir zum nächsten Outfit. Und zwar ist es natürlich auch einfach gehalten, Leute. Einfach weiß eigentlich, außer der Schuh. Er trägt hier eine weiße Flanelljacke, ein weißes T-Shirt, eine weiße Jeans und die Fear of God One Light Boom Dash Schuh kostet auf jeden Fall so um die 800 bis 900 Euro. Im Resell und Retail kostet 350 Euro, Leute. Es ist ein Schuh in der Zusammenarbeit mit Nike und Fear of God. Ich habe gehört, dass der Schuh keine gute Qualität haben soll. Also ich habe es bei vielen YouTubern gesehen. Wie bei den anderen Outfits auch, passt dieses Outfit perfekt rein in die Location. Kommt zum letzten Outfit, Leute, und zwar dieses Outfit, sage ich mal, ist einer der teuersten Outfits in diesem Video. Er trägt hier einen weißen Pelzmantel, Leute. So ein Pelzmantel kostet auf jeden Fall je nach Fell vom Tier und je nach Verarbeitung sehr viel bis sehr, sehr viel, Leute. Also ich denke mal, so ein Pelz fängt bei 1000 Euro an und kann hochgehen bis zu 10 bis 20.000 Euro. Ich vermute, sein Pelzmantel kostet um die 5.000 Euro, Leute. Könnte auch natürlich mehr kosten. Also in so einem Pelzmantel befindet sich auf jeden Fall eine Menge Geld. Er trägt außerdem noch ein weißes Oversize-T-Shirt, eine schwarze Jogger. Vielleicht könnte es auch die Yves Saint Laurent Vintage Jogger sein, die er beim ersten oder zweiten Outfit anhatte. Und ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Schuh das ist. Es sieht aus wie ein Air Force One in der weißen Version, also in der Standardversion, wie am Anfang des Videos auch. Ich bin mir nicht genau sicher, Leute. Wie gesagt, ich will mich nicht festlegen auf die ganzen Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Es könnte sein, dass er zum Beispiel keine Richard Mille One anhat. Deswegen nimmt mir das nicht böse, wenn da irgendwas falsch sein sollte. So, Leute, das waren seine Outfits. Seine Outfits sind clean, sie sehen gut aus, sie passen auf jeden Fall zu den Locations. Ich würde die Outfits zwar nicht alle so anziehen, wie er die da anhat. Das Outfit mit dem Off-White-Paar feiere ich am meisten, also das sah für mich am besten aus von den ganzen Outfits. Die anderen Outfits sollten eher, denke ich mal, clean sein und zu der Location gut passen. Sieht auch auf jeden Fall gut aus. Er hat es auf jeden Fall auch geschafft. Ich bin gespannt, der Typ hat schon mal Modetrends gesetzt, damals, glaube ich, mit den Ultra Boost und den Adidas Jogginghosen. Ich glaube, das war vor ein, zwei Jahren. Da sah man jede Person mit einem weißen 1.0 Ultra Boost und einer Adidas Jogginghose rumlaufen, Leute. Ach ja, und noch mit einem orangen Gildenpullover. Die Zeit war auf jeden Fall auch amüsant. Der Junge hat auf jeden Fall Ahnung vom Style. Umso besser, dass er jetzt wieder zurück ist, Leute. Schreibt mal eure Meinung zu seinem Style und auch allgemein zu seinem Musikvideo in die Kommentare, Leute. Ich lese mir das alles durch. Wie gesagt, ich werde euch nochmal in die Beschreibung ein paar Alternativen zu seinem Outfit versuchen zu verlinken, Leute. Also checkt die Beschreibung ab. Checkt mich nochmal auf Instagram ab, Leute. Abonniert mich auf YouTube. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, Leute, das war's. Und ciao. Oxy.